Master 1 des Jahres 2010 vom Team Ghost, beziehungsweise jetzt hier natürlich Team Borbet, Leichtmetall, Räder, die drei ziemlich zeitgleich beim ersten Schießen. Erster Treffer, Michael Schweizer. Erster Treffer, Mark Menselbach. Thorsten Bott auch schon zweimal getroffen. Vierter Treffer, Mark Menselbach. Oh, eine Strafrunde, Michael Schweizer und Mark Menselbach. Weiter, der dann wieder einkehrt, der von hinten angefeuert wird.
Da passt gleich auf, jetzt kommt es drauf an, wer schafft die meisten Treffer, wer hat die wenigsten Strafrunden vor sich. Marc Mensebach oder Michael Schweitzer? Macht auch beide ein Treffer. Jetzt zwei Treffer, also drei Fahrkarten, drei Strafrunden und gibt noch einen Treffer für Michael Schweitzer, der schießt langsamer. Genau, vier Strafrunden für Michael Schweitzer, das ist jetzt in dem Fall natürlich hart. Und das Vorbild-Team beim Schießen, Thorsten Potsch. Ein Treffer bislang hat er. Das heißt auch vier Strafrunden für ihn, für das Vorbild-Team. Natürlich ganz, ganz bitter für ihn, für das Team, auch für seine Teamkollegen natürlich, für die Julia. Für Julia Pieper, hier kommt der Pechvogel! Kein Messer!
fast zeitgleich hat er sich da auf die Matte begeben, dann das SKS-Team mit Patrick Sabel und Robert Schatton. Dann auch das BW Lange Team mit Kai Hirnberg und jetzt auch das Sorpetaler Fensterbauteam mit Matthias Kramer im Shootout. Haben sie es geschafft, jetzt aber vier Treffer hier. Oh, wer war das? Auf Position oder auf der Bahn 2. Das heißt nur eine Strafrunde. Damit wird das Borbet gleich mit dem Team in Führung gehen. Beziehungsweise er hat dann auch fünf Treffer gelandet. Der erste Tag kommt schon wieder. Wieder kommt Post. Herzlichen Glückwunsch, Mark Menzelbach. Hat sich also wieder auf den zweiten Platz vorgearbeitet. Aber jetzt schauen wir mal. Eben beim Liegen ging es richtig gut, aber jetzt mal stehen schießen. Treffer! Ah, sieht gut aus! Das BMW Lange Team auch am Schießstand angekommen. Hier geht's um den Sieg, Kai Hirnberg. Ah, ein Treffer schon, das SKS. Auch für das SKS-Team zwei Strafrunden. Und gibt's noch einen vierten Treffer? Jawohl! Klasse Leistung! Und beim zweiten Mal auch viermal und dann hat er ja in diesem Shootout, dem Hobby-Shootout, auch insgesamt fünfmal getroffen. Also von daher. Und Wechsel auch beim nächsten Team. Jungs, kommt rein, ist jetzt so unterwegs für das Dorf-Team. Mark Menzelbach, der Local Hero, hat gewechselt und noch sind sie am. Das letzte Schießen jetzt erst einmal im Liegen. Aber jetzt wird es ruhig. Das führende Team. Das ist auch der drei Treffer. Und nochmal hat er getroffen. Ich habe es eben wirklich gesagt. Der trifft hier heute alles. Ja, fünf Treffer, keine Strafrunde. Also das hat schon ein bisschen was zu sagen. Ich bin auch gespannt. Wenn er noch eine Chance haben will, dann muss er jetzt zumindest vier abräumen. Ansonsten wird es schwer. Und ich denke, dass das führende Duo hier noch alles abgeben wird. Jetzt auf Platz 3 schon vorgefahren. Haben wir Daniel Zickmüller, Sorpetaler Team. Ah ja, vier. Okay, damit hat er noch alle Chancen. Allerdings der Rückstand auf das führende Team schon richtig groß. Er ist nicht mit der Hand an der Waffe aufgewachsen. So viel. Dazu zwei Treffer und einen kann er noch. Jawohl, drei Treffer. Ja, so souverän in der Vorrunde, ne? Genau, ja. Ganz souverän gemacht und jetzt liegen sie, ja, ich würde fast sagen, aussichtslos zurück. Um hier nochmal einzugreifen. Den ersten Platz, Sebastian Kramer. Ja, engagiert. Drei Treffer, trotzdem mal einen riesen Applaus! Das führende Team!
könnt ihr das schießen. Das war nicht schlecht, oder? Und auch Dankeschön an Sie, liebes Publikum. Ich hoffe noch einmal im Namen der Veranstalter Megasport, dass es euch und Ihnen Spaß gemacht hat.